Was passiert, wenn eine brennende Petroleumlampe umfällt? Hallo, Herr Ralf von Jodeland. Ihr kennt alle die Feuerhand, Petroleumlaterne und ihr kennt auch die Szene in Spannende Western, wenn die Lampe umfällt und kurz darauf die ganze Ranch in Flamme steht. Ja, es hat mich interessiert, was wirklich passiert, wenn die Feuerhand umfällt, ob jetzt dann unsere Jotte hier lichterloh in Flamme steht. Aber ich glaube, wir werden das jetzt einfach mal testen, diese Lampe umschmeiße und dann auch schaue, was passiert. So, jetzt regnet es schon wieder draußen. Ist ganz gut, weil es brennt unsere Jotte wenigstens nicht ab, weil sie klatschnass ist. Nein, ihr habt gesehen, allein schon die Lampe aus dem Schwerpunkt zu bringen, das ist gar nicht mal so einfach. Also man kann sie andutzen, man kann sie relativ schief und schräg und wackelig unterbringen. Sie fällt erstmal gar nicht um. Aber das hat uns natürlich nicht ausgereicht, sondern wir wollten da jetzt einfach nochmal einen draufsetzen. So, und wenn wir die Lampe jetzt umschmeißen, man sieht, was passiert, nämlich erstmal gar nicht viel. In manchen Fällen brennt die Flamme weiter, in anderen Fällen erlischt die Flamme. Ich kann sie drehen und wenden, wie ich will. Also es gibt schon Sauerei, also es läuft so ein bisschen was, läuft aus der Lampe raus. Und ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn man sie richtig irgendwo dagegen pfeffert, dass das Glas kaputt geht und die Lampe dann brennend ins Heu fällt, dass dann auch nachher die Scheune weg ist. Hier habe ich es jetzt nicht geschafft, hier an der Feuerstelle irgendwas in Flamme zu setzen. Das Glas war mir auch zu schade. Vielleicht machen wir wirklich mal noch den Versuch und knalle sie noch an die Wand. Thank you.
Nein, das mit der Wand wollten wir noch nicht tun, aber wir haben die Lampe auf den Kopf gestellt, also wirklich einmal umgedreht. Und ihr seht auch hier nochmal, im besten Fall tropft das brennende Petroleum runter, aber für diesen Versuch ungünstigsten Fall geht die Lampe einfach aus. Von daher glaube ich, dass es filmisch immer sehr in Szene gesetzt ist, wenn mit einer Feuerhand ein Großbrand dann auch entsteht. Ich würde mich freuen, wenn ihr Filme wisst, wo solche Szenen drin sind. Das hätte mich brennend interessiert. Also ich kann mich an vieles erinnern, aber ich weiß nicht mehr, welche Filme das war oder an welcher Stelle im Film die Feuerhand die Brandursache war. Schreibt es uns in die Kommentare unten, wenn ihr gute Tipps für Filme habt, in denen die Feuerhand quasi der Star oder der Brandstifter ist. Einen Fall habe ich gefunden, da ist vor 120 Jahren auf dem Oktoberfest ein Festzelt abgebrannt. Da hat die Feuerwehr tatsächlich eine defekte Petroleumlampe dafür als Ursache festgestellt. Aber das sei erstmal dahingestellt, weil 120 Jahre ist, glaube ich, die Lampe noch nicht alt. So, da müsste ich einfach nochmal gucken, wann so das Geburtsdatum dieser Feuerhand dann auch war. Von daher, glaube ich, könnt ihr einen sehr beruhigter Umgang pflegen mit dieser Lampe. Ich halte sie für gerade im Gebrauch für Zelte, Zeltlager, für ein gutes Instrument, um Licht zu machen. Auch für kleine Hütte kann man gut damit Licht machen. Ich würde sie von brennbaren Sachen fernhalten, also nicht gerade ins Stroh stellen oder auf die Polster. Aber wenn die auf dem Tisch steht, auf dem Holztisch und sie fällt mal um, dann habt ihr gut Zeit zu reagieren und die Lampe wieder aufzurichten oder auch entsprechend zu löschen. Also aus meiner Sicht, nach diesen Versuchen hier, glaube ich, geht eine sehr geringe Gefahr von dieser Lampe aus, wobei immer zu beachten ist, mit offenem Feuer, und auch diese Lampe ist ein offenes Feuer, muss ich einfach pfleglich und vor allen Dingen mit etwas Sachverstand und gesunden Menschenverstand da auch dran gehen. Ja, freue mich, wenn euch der Versuch gefallen hat. Lasst uns einen Daumen hoch da, kommentiert unten fleißig mit den Kommentaren. Und ja, bis dann, sage ich tschüss, euer Ralf von Jütland.